Ich sage Ihnen, ich lasse mir nichts anhängen. Sie verschwenden nur Ihre Zeit. In Ordnung, Eddie, gehen wir alles nochmal durch. Wo warst du gestern Abend? Hab ich Ihnen schon 100-mal gesagt. Ich war im Kino. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Also gut, Eddie, du warst im Kino. Und was hast du gesehen? Ich sagte Ihnen doch, ich erinnere mich nicht mehr. Wer wollte Eiersalat? Ich erinnere mich nicht mehr. Jemand hat ihn noch bestellt. Und du meinst, das sollen wir dir abkaufen? Ihr habt's doch schon bezahlt. Können wir jetzt nicht mal eine Pause machen? Das ist ein Wort. Was verlangt ihr von mir? 4,58. Sag mal, spinnst du oder willst du uns beleidigen? Also gut, den Kaffee spendiere ich. Ich sagte doch, ich war im Kino, bin eingeschlafen und kann mich an nichts erinnern. Du erwartest doch nicht etwa, dass wir das schlucken. In Ordnung, ich werd's essen. Aber ich find's nicht fair, mich erst danach zu schicken. Okay, Eddie, sagen wir mal, du warst also im Kino. Okay. Du warst also im Kino. Und lass uns auch noch sagen, du warst nicht mal in der Nähe des Flamingo-Clubs. Okay. Du warst nicht mal in der Nähe des Flamingo-Clubs. Dann erklär mir das hier. Also, zuerst reißt man das kleine Hölzchen hier mit Schwefel raus, reibt es hier und es kommt Feuer. Komm, halt mich nicht zum Narren, Eddie. Du hast viel Zeit im Flamingo-Club verbracht. Aber das tun doch alle. Das ist ein populärer Club. Captain, können Sie ein Telefongespräch entgegennehmen? Nicht jetzt, Al. Warum lügst du uns an? Mach's mir nicht so schwer, sag die Wahrheit. Ich denk nicht dran. Ihr habt nichts, um mich festzunageln. Frank,